dieser Schnegel vertreibt einen Konkurrenten, der an seinen Kohlrabi wollte. Und er lässt ihm auch einen Vorsprung. Also so richtig attackieren wollte er ihn dann wohl doch nicht, aber die Verfolgung will er auch nicht ganz aufgeben. Oder fällt ihm jetzt wieder ein, dass da doch ein Kohlrabi war? Er wendet sich ab. So, jetzt hat er vergessen, wo sein Kohlrabi ist. Naja, nimm mal halt was anderes. Riecht ja ähnlich. Ist ja auch Kohlrabi. Also jedenfalls haben wir hier eine Schnegel-Invasion in unserem Hochbeet. Eins, zwei, ist der dritte, drei, die Händen sind noch welche, da ist der vierte und da ist der fünfte und hier ist Nummer sechs. Lange mit den Punkten.